Hallo von meiner Seite, mein Name ist Ulrich Leth und ich darf euch heute Platz für Wien vorstellen. Im Programm steht gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara Lahr, die sitzt im Publikum, kann also vielleicht im Chat dann auch mit diskutieren. Kurz, wir beide sind im Hauptberuf Verkehrsplaner auf der TU Wien, am Institut für Verkehrswissenschaften und ja, haben uns, das war auch ein bisschen der Grund, wieso wir uns bei Platz für Wien eingebracht haben, weil wir gemerkt haben, dass da auch von der wissenschaftlichen Seite, dass zwar viele Sachen bekannt sind, die umgesetzt werden müssen, dass sich aber in der Praxis viel zu wenig tut. Das passt auch schon perfekt zum Einstieg. Wie gesagt, Platz für Wien, es geht um Wien. Wenn man Wien denkt, fällt einem als erstes wahrscheinlich ein, der öffentliche Verkehr, für den Wien ja weltberühmt ist. Vielleicht Positivbeispiele, die immer kolportiert werden. Die Mariahilferstraße ist vor wenigen Jahren von einer Autoschneise zu einer Fußgängerzone oder Begegnungszone teilweise umgebaut worden. Der Modal Split in Wien, also die Verkehrsmittelwahl, ist auch ganz herzeigbar mit knapp 40% öffentlichen Verkehr und nur 27, 28% Kfz-Verkehr. Und ja, im Mercer-Index der lebenswertesten Städte ist Wien, glaube ich, seit 10 Jahren an der ersten Stelle. Jetzt ist die Frage, wofür braucht es da überhaupt eine Initiative, die sich für eine Verbesserung überhaupt einsetzt? Auf der anderen Seite, wenn wir schon den Modal Split angesprochen haben, der hat sich zwar in der Vergangenheit gut entwickelt, schaut im internationalen Vergleich auch nicht so schlecht aus, wie gesagt, mit diesen 27% Autoverkehr. Auf der anderen Seite hier rechts für 2025 und 2030 eingetragen, die Ziele für die Modal Split-Verteilung, das soll der Autoverkehr bis 2030 auf 15% Anteil runtergehen. Und wir sehen, in den letzten fast 10 Jahren stagniert die Entwicklung komplett, wenn wir jetzt das letzte Corona-Jahr von dem mal absehen. Das heißt, da braucht es deutlich stärkere Maßnahmen. Wenn wir uns die Flächenverteilung im öffentlichen Raum anschauen, 2 Drittel des öffentlichen Raums gehört praktisch dem Autoverkehr, obwohl nicht einmal 1 Drittel der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Und 1 Drittel ungefähr sind Fußgängerinnenflächen, wobei auch von denen über 1 Drittel der Gehsteige zum Beispiel schmäler als 2 Meter sind. Da sind in Richtlinien eigentlich als Regelbreite vorgesehen wäre. Die Radwege, also die baulich getrennten Radwege, sind überhaupt nur 1% des gesamten öffentlichen Raums. Dann passieren auch noch solche Sachen, dass quasi im Bestand saniert wird, der Belag einer Straße komplett rausgerissen wird und im rechten Bild sieht man es, 1:1 wiederhergestellt wird, ohne irgendwelche Baumpflanzungen, Flächenumverteilungen. Sowas darf natürlich im Jahr 2020 oder 2021 nicht mehr passieren. Und genauso im Radverkehr auf einer Hauptstraße ist so ein Mehrzweckstreifen errichtet worden. Ja, einfach keine sichere Anlageart, sollte eigentlich auch nicht mehr passieren. Und unter diesen Rahmenbedingungen hat sich Ende 2019 Platz für Wien gegründet, eine Bürgerinneninitiative für eine flächengerechte, klimagerechte und kindgerechte Stadt mit hoher Lebensqualität. Das war so das grobe Motto. Ich habe schon erwähnt, die deutschen Radentscheide waren da unser großes Vorbild. Nur dass wir von Anfang an gleich Fuß- und Radverkehr in einem gedacht haben. Vor allem auch deshalb, weil diese zwei Verkehrsarten immer gegeneinander ausgespielt werden in der Flächenverteilung, dass die Radwege oft auf die Gehsteige aufgemalt worden sind, um ja nicht dem Autoverkehr etwas wegzunehmen. Wir haben einen 10-Jahresplan mit 18 Forderungen entwickelt, auf die ich gar nicht so im Detail eingehen werde, auch aus Zeitgründen. Aber ich werde jetzt, darum soll es hauptsächlich gehen, ein paar Impressionen von unseren Aktionen machen, auch um euch Zusehenden ein bisschen Inspiration zu liefern, was man alles an Aktionen im öffentlichen Raum machen kann. Und an den Aktionen sieht man auch schon, welche Themenbereiche wir
bei diesen 18 Forderungen angesprochen haben. Wir haben eine Petition gewählt als Mittel, diesen Volksentscheid, wie in Deutschland, gibt es in Wien in der Form nicht, sondern nur eine Petition, wo 500 Unterschriften notwendig sind. Wir haben aber quasi über die Anzahl der Unterschriften versucht, Druck aufzubauen, 57.000 Unterschriften gesammelt, das war unser gesetztes Ziel. Das sind 5% der Wahlberechtigten und die haben wir auch, letztes Jahr war in Wien Wahl, die haben wir auch erreicht. Mit welchen Mitteln versuchen wir, unsere Forderungen umzusetzen? Diskurs mit Politik, viel Öffentlichkeitsarbeit, vor allem Social Media und natürlich Aktionen im öffentlichen Raum, von denen ich jetzt ein paar herzeigen will. Davor noch kurz zu den Gesprächen mit Politikerinnen. Wie gesagt, letztes Jahr war Wahlkampf in Wien. Wir haben fast alle Bezirksvorstehungen, die hier in Wien eine große Macht haben, vor allem in Verkehrsthemen, haben wir fast alle Bezirke abgeklappert und auch die Lokalpolitiker quasi gefragt, wie sie zu den Platz für Wien-Forderungen stehen. Und auch auf der Stadtebene, wir haben ja eine neue Stadtregierung, jetzt haben wir uns mit den neuen Stadträtinnen, die zuständig sind für Verkehr, für Umwelt, getroffen. Jetzt gleich zu den Aktionen. Wie gesagt, ein wichtiges Thema ist der öffentliche Raum, ist die Flächenverteilung im öffentlichen Raum. Und ich werde jetzt einfach durchklicken und ein paar Worte dazu sagen. Wie gesagt, es geht darum zu thematisieren, was alles im öffentlichen Raum möglich wäre, wenn nicht überall Parkplätze, parkende Autos stehen würden und wenn man die Fahrbahnen vielleicht auch anders nutzen könnte. Da hat es zum Beispiel solche Theateraufführungen im öffentlichen Raum gegeben. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Aktionen es waren. Es waren mindestens 20 Aktionen, die wir letztes Jahr durchgeführt haben. Oft in Kooperation mit Interessensvertretungen, die es vorher schon gegeben haben, vor Platz für Wien, der Radlobby als wichtiger Player und Geht durch Wien, einer Fußgängerinneninitiative, die es in Wien gibt. Da, mit denen haben wir zum Beispiel die Gehsteig-Rallye durchgeführt, wo wir thematisiert haben, diese einerseits Schrägparker, die über die Parkmarkierungen hinausstehen, hier noch dazu Gehsteigparkplätze, wo also, um möglichst viel Parkraum zu schaffen, auch noch auf den Gehsteig rauf die Parkplätze markiert worden sind, so dass quasi ein Begegnungsfall mit Kinderwagen oder Rollstuhl gar nicht mehr möglich ist. Das ist den Leuten auch im Zuge von Covid und Abstandsregelungen noch viel mehr bewusst geworden letztes Jahr. Wichtiger Punkt ist auch Querungsmöglichkeiten über Hauptstraßen für den Fuß- und Radverkehr. Das heißt, wenn es entweder zu große Abstände gibt zwischen sicheren Querungsmöglichkeiten oder schlechte Ampelphasen, haben wir das in einem eigenen Punkt thematisiert, hier eine große Aktion am Ring gemacht in Wien. Kindersicherheit, Schulwege sind auch ein wichtiger Punkt für Platz für Wien. Hier haben wir mehrere Aktionen auch vor Schulen gemacht. Hier wurde zum Beispiel gerade eine Elternhaltestelle, also eine Haltestelle für Elterntaxis direkt vor einer Schule eingerichtet. Eigentlich das, was man nicht haben will, eigentlich das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Und da hat es eine Protestaktion gegeben. Wenn man einen Schulvorplatz autofrei gestaltet für zumindest einen Nachmittag, und es war wirklich schön zu sehen, wie schnell die Kinder den öffentlichen Raum und auch die Eltern den öffentlichen Raum hier in Beschlag genommen haben und dort gespielt haben und sich getroffen haben. Radverkehr spielt natürlich auch eine große Rolle bei Platz für Wien. Hier haben wir mit einer Menschenkette eine Spur von einer dreispurigen Einfallsstraße nach Wien abgetrennt, um hier Platz für sicheren Radverkehr zu schaffen, aufmerksam zu machen, dass dort einfach sichere Radinfrastruktur fehlt. Fahrradstraßen für das unterrangige Straßennetz, auch eine wichtige Forderung vom Platz für Wien, quasi abseits der hochrangigen Verbindungen, dass durch die Wohngebiete, wo der Autoverkehr ohnehin nicht durchfahren soll, dass dort Fahrradstraßen eingerichtet werden.
Es hat einen Protest-Ride gegeben, weil kurz im Raum gestanden ist, dass das Citybike, also das lokale Wiener Leihradsystem, eingestellt werden soll. Das ist inzwischen abgewendet worden, aber unsere Forderung ist, dass das Netz sogar verdoppelt werden soll. Wien ist da ohnehin relativ schwach im internationalen Vergleich, was den Umfang und auch die Dichte vom Leihradsystem betrifft. Ein wichtiger Punkt, Kreuzungen generell, sichere Kreuzungen, also protected in Richtung Protected Intersection, ist eine der Forderungen von Platz für Wien. Hier haben wir eine große, ziemlich großzügig dimensionierte Kreuzung, zumindest für den Autoverkehr, auch im Zuge einer Aktion gesperrt und darauf aufmerksam gemacht, dass das mit einer anderen Flächenverteilung deutlich sicherer werden könnte. Und wie gesagt, den öffentlichen Raum zu bespielen, hier ein Grätzlfest im Zuge vom autofreien Tag mit Band, mit geretteten Lebensmitteln, einfach den Bewohnerinnen im Grätzl auch zu zeigen, wie der öffentliche Raum genutzt werden könnte, wenn nicht überall Autos herumstehen. War eine super Aktion, war ein schöner spätsommerlicher Tag und bis in die Nacht haben hier auch die Anrainerinnen mitgefeiert, dass einmal dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Vordergrund gestanden ist und nicht so sehr die Verkehrsfunktion. Fast immer mit dabei das Platzmobil, ein umgebautes Lastenrad oder ein Lastenrad, das innerhalb von kürzester Zeit in so ein Parklet, also in einen Sitzbereich mit ein bisschen Begrünung, mit Beschattung umgebaut werden kann. Gefeiert haben wir die Aktionen, das war anlässlich der 10.000 Unterschriften, 20.000, 30.000. Und im Herbst zur Wahl dann leider etwas verregnet die Übergabe von 57.000 Unterschriften vor dem Rathaus, wobei Übergabe ein bisschen übertrieben ist. Es ist leider niemand von den politischen Vertreterinnen herausgekommen, um die Unterschriften zu übernehmen. Den VCÖ-Preis, also einen Preis für vorbildliche Projekte in der Nachhaltigkeit, haben wir letztes Jahr auch gewonnen, was uns besonders gefreut hat, was auch wieder Öffentlichkeitswirksamkeit gebracht hat. Und wir arbeiten viel mit Visualisierungen auch, um den Leuten einfach zu zeigen, wie der öffentliche Raum anders ausschauen könnte. Wie gesagt, neben diesen Aktionen, wo wir den öffentlichen Raum aktiv umgestalten, auch mit vielen Bildern. Hier eine Platzumgestaltung, ein Haltestellenbereich vom öffentlichen Verkehr, wo wir auch und eine querende Hauptstraße, wo wir den Radverkehr in den Vordergrund gerückt haben. Hier ein Schulvorplatz, wie der anders ausschauen könnte, wenn nicht alles zugeparkt wäre. Und hier auch eine Platzgestaltung vom schon von Katja angesprochenen Jan Kamenski, der morgen auch einen Vortrag halten wird. Einfach visualisieren, was man gewinnen kann und nicht, was manche Leute verlieren, wenn der Parkplatz nicht mehr vor der Haustür ist. Platz für Wien wird weiterhin notwendig sein. Es hat seit Ende letzten Jahres gibt es eine neue Stadtregierung, gibt es teilweise neue Bezirksvorstehungen, die nicht ganz einverstanden sind mit den Projekten, die in der Vergangenheit umgesetzt worden sind, obwohl sie wegweisend waren, auch für Wien. Da geht es teilweise um Straßenrückbauten, die jetzt wieder abgesagt worden sind, obwohl sie auch dringend notwendig sind. Und wenn wer es mitgekriegt hat, gestern wurde eine Stadtautobahn mitten in Wien um fast eine halbe Milliarde beschlossen. Auch da wehrt sich natürlich Platz für Wien heftig dagegen und fordert, dass dieses Geld in sinnvollere Maßnahmen eingesetzt wird. Hier auf der rechten Seite unseren Social Media Post dazu. Wie gesagt, wir sind sehr aktiv auf Social Media, der auch eine ziemliche Reichweite erreicht hat. Und in diese Richtung werden wir auch weiter arbeiten. Hier noch quasi unsere To-Do-Liste für nächstes Jahr. Gespräche mit den politisch Verantwortlichen haben wir teilweise schon geführt. Wir freuen uns auf viele tolle Aktionen, die wir
wenn die Pandemie jetzt endlich vorbei ist und der Lockdown vorbei ist, wieder durchführen können. Und es ist geplant, ein Klimaschutzgesetz auch von Seiten der Stadtregierung umzusetzen. Da wollen wir uns natürlich mit den Verkehrsthemen vom Platz für Wien rein reklamieren, dass auch diese Sachen verpflichtend in dieses Klimaschutzgesetz aufgenommen werden. Ja, das war ein kurzer Abriss über den Weg vom Platz für Wien bisher. Da unten seht ihr die Homepage und die Adresse, über die ihr uns erreichen könnt. Wie gesagt, auf der Homepage noch sehr detailliert die Forderungen, die 18 Forderungen zum Nachlesen. Ja, und hier noch die Links zu den Bildern, die ich verwendet habe. Vielen Dank und schöne Veranstaltung weiterhin. Ja, danke dir, Ulrich, erstmal für den Vortrag. Es gab jetzt tatsächlich ein paar Fragen auch im Chat. Also es wird zum Beispiel gefragt, wie so das Verhältnis zur Lokalpresse ist oder wie ihr es schafft, dass solche Aktionen wie die Gehwegrallye gut wahrgenommen wird. Dann fragen sie, ob die Guerilla-Aktionen angemeldet sind oder nicht. Eine etwas ausschweifende Frage ist, glaube ich, wie sind Fahrradstraßen in Wien geregelt? Und dann fragt jemand noch nach den Slides, ob man die haben kann. Vielleicht kannst du kurz auf die eine oder andere Frage eingehen. Wenn nicht, kannst du auch später im Chat, glaube ich, noch die eine oder andere Sache beantworten. Ein Link zu den Slides vielleicht oder einen Kontakt zu dir oder so. Ja, also Slides kann ich auf jeden Fall gerne zur Verfügung stellen. Fahrradstraßen in Wien ist so geregelt, dass Autoverkehr nicht durchfahren darf und Nebeneinanderfahren von Radfahrenden legal ist. Bin nicht ganz sicher, wie es in Deutschland geregelt ist. Ich denke, relativ ähnlich. Die Aktionen sind angemeldet, ja. Auch die Guerilla-Aktionen sind angemeldet, müssen nicht bewilligt werden, sondern müssen nur angezeigt werden, wenn Aktionen im öffentlichen Raum durchgeführt werden. Und Verhältnis zur Lokalpresse, ja, wir haben einige Medienkontakte inzwischen, die wir ja regelmäßig informieren über unsere Aktionen, die teilweise auch sehr, sehr positiv darüber berichten. Und wie gesagt, gerade im Zuge des Wahlkampfs letztes Jahr, das war ja einer der Gründe, wieso wir Platz für Wien letztes Jahr gegründet haben, oder war das Thema Mobilität in den Wahlkampf einzubringen. Und das ist natürlich besonders gut gelungen, dass auch die Politikerinnen Stellung nehmen zu unseren Forderungen. Und entsprechend häufig waren wir dann auch in der Presse vertreten. Die Visuals wird auch nochmal nachgefragt. Das ist der von dir schon erwähnte Jan Kaminski, der morgen auch einen Vortrag hält um 10.05 Uhr am selben Stream hier, Samstag 10.05 Uhr. Genau, also die letzte Visualisierung war von ihm, ist eigentlich ein Video, ist auch sehr schön anzuschauen. Die anderen drei waren von anderen Grafikerinnen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Fahrradstraßen. Eigentlich dürfen in Fahrradstraßen in Deutschland keine Autos fahren, aber fast jede Fahrradstraße hat ein Zusatzschild, Kfz-frei oder anlegerfrei oder Lieferverkehr-frei oder irgendwas. Also es ist fast immer was freigegeben. Wir haben in Freiburg zwei Fahrradstraßen, die nicht für ein Kfz freigegeben sind. Eine ist abgepollert, die funktioniert, die andere ist nicht abgepollert, die funktioniert nicht. Da dokumentieren wir gerade mit Hilfe von Telram, das ist so ein optischer Sensor aus Belgien, der zählt Fahrzeuge. Und da sind wir gerade dabei zu zählen, wie viele PKWs da denn durchfahren. Und es sind Hunderte täglich. Und dieser Sensor zählt nur bei Tageslicht, weil es eine optische Erfassung ist. Und bei Nacht funktioniert es nicht sozusagen. Das vielleicht zur Ergänzung. Dann würde ich sagen, räumen wir die Bühne.